Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Wir sind heute mal in Stuttgart unterwegs auf der Linie 64 und fahren das Ganze heute mal mit einem Mercedes Sprinter 312. Und ja, natürlich freue ich mich, dass ihr dabei seid. Und ja, die Karte Stuttgart ist eine relativ kleine Karte, beinhaltet insgesamt 3 Haltestellen. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Soll aber mega realistisch dargestellt worden sein. Wenn ihr natürlich aus Stuttgart kommt und ihr zufällig die Linie 64 kennt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten, ob es hinhaut oder nicht. Und sonst, ja, freue ich mich. Ich bin mal gespannt auf diesen Bus halt, ne, auf den Sprinter. Das ist mal was ganz anderes zu den anderen Bussen, die wir ja sonst immer so fahren hier auf dem Kanal. Wäre das nochmal eine schöne Alternative, wenn das Ganze mal wieder klappt. Und ne, ihr wisst Bescheid, was ich sagen will. So, schauen wir uns den Bus mal oder den Sprinter mal ein bisschen genauer an und was wir hier machen können. Das Coole ist, wir können hier schon die Türen öffnen. Ja, wir haben hier wieder Details wieder drin, die wir hier natürlich an unseren Sprinter hier anbappen können. Wir können die Türen hier auf und zu machen, so wie wir lustig sind. Wir können ja einfach unglaublich viel machen. Also es ist auch im Fahrerraum gibt es noch so ein paar kleine Details, die wir hier noch anbringen können. Ihr seht ja jetzt aktuell, ne, jetzt liegen hier Radkappen drin, die können wir jetzt hier zum Beispiel anbringen, ne, dann wirkt das Ganze ein bisschen sportlicher. Auch hier vorne diese Zierblende, die wir hier haben, die können wir an- und abbauen, je nachdem, wie ihr Bock habt. Also in Weiß sieht der richtig edel aus und das Ganze mit der schwarzen Zierblende nochmal so einfach drüber, wundervoll. Und hier haben wir natürlich unsere Schildchen dafür, dass wir denn unsere Linie denn dementsprechend halt fertig machen. Wir starten hier in Frauenkopf, fahren nach Stelle und ja, von daher, gut, machen wir erstmal die Türen wieder zu hier, brauchen wir nicht mehr. Das sieht eher aber aus wie so ein Partybus. Also das wäre schon fast so ein Fahrzeug, was ich mir kaufen würde für zu Hause. Ja, wundervoll, wundervoll. Im ja, Fahrraum sieht das halt, also im Fahrgastraum sieht es halt dementsprechend so aus. Ne? Die Türen sind zu. Und ich finde eigentlich, der ist schön modelliert auf jeden Fall. Also das ist ja schon großartig. Hier ein ganz großes Mercedes-Logo hier drin. Ne? Wir können hier dementsprechend auch die Dachluken öffnen. Die Fenster halt dementsprechend halt öffnen und schließen. Und sogar die Vorhänge, wenn wir da Bock drauf hätten. Also das ist alles schon großartig, was man hier auf jeden Fall machen kann. Springen wir zum Fahrerplatz. Das ist es. Schön aufgeräumt halt. Sprinter-typisch halt. Ne? Wer schon mal mit einem Sprinter unterwegs war, ja, der fühlt sich doch gleich wohl. Also das ist schön modelliert auf jeden Fall. Das kann man lassen. Da muss ich, boah, da kann ich halt nicht meckern drüber. Ist schön. Ist schön. So, aber auch hier gibt es natürlich versteckte Details, die man hier sich hier anschauen kann. Dementsprechend haben wir hier im Handschuhfach auch nochmal ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel einen Zusatzspiegel und die Kasse, ein Handy, ein Duftbaum, eine Uhr, ein Tacho, was auch immer. Ne, das ist natürlich ganz praktisch, dann kann man mal sehen, wie lange ich hier schon rumquatsche. Und nochmal neue Blenden für die Scheibenbücher. Und das ist soweit das. Wir können hier unten diese Klappe öffnen, obwohl ich noch nicht weiß, was man hier unter der Klappe findet. Es gibt auch keine Kameraposition direkt darunter. Sonst haben wir hier noch einen Aschenbecher, ne, für die Raucher unter uns. Und ihr seht schon hier, wir dürfen schalten. Das ist ein Schaltfahrzeug, wir müssen selber schalten. Finde ich eigentlich ziemlich großartig. Jetzt, wo ich irgendwie rausgefunden habe, was mein Problem die ganze Zeit war, warum ich hier nicht schalten konnte, ja, hier funktioniert das Ganze auch dementsprechend wieder gut. Ich würde mal sagen, wir starten mal unser Fahrzeug, damit ich euch noch schnell das Handy zeigen kann. Über dieses Handy hier könnt ihr dementsprechend die Fahrkarten verkaufen, Ticket, ne? Also eure Tickets, Kurzstrecke, Tageskarte, Kurzstrecke ermäßigt und bestätigt das Ganze hier unten mit der grünen Taste und abziehen, fertig. Hier wäre natürlich schön, wenn man hier noch irgendwie so eine, ja, so eine deutsche Währungsmod irgendwie mit reinnimmt, ja, dass das Ganze hier dementsprechend dann halt auch, ja, mit deutschem Geld halt Euro oder D-Mark, irgendwie sowas dann halt mit vorhanden ist. Und sonst haben wir hier noch bei der Uhr, können wir natürlich noch umschalten, dementsprechend auch die Uhrzeit uns anzeigen lassen. Die Stoppuhr ist wahrscheinlich eher so für, ja, unsere Taxifahrer unter uns, die können sich das natürlich dann dementsprechend so einschalten, damit sie sehen können, wie lange sie denn dementsprechend schon unterwegs sind. Ja, und sonst war es eigentlich, was man hier so vom Sprinter zeigen kann, haben natürlich die Sonnenschutz, ne? Könnt ihr uns hier schon das Licht einschalten. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir wählen mal jetzt einen Fahrplan aus. Haben wir schon einen? Nein, haben wir noch nicht.
Deswegen machen wir das Ganze mal von Frauenkopf 10.52 Uhr. Dann können wir uns das jetzt hier anzeigen lassen. Spulen das Ganze mal auf 49. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Okay, dann würde ich mal sagen, wir schließen die Tür hier und öffnen die Fahrgasttür. Natürlich habe ich hier die Slide-Variante genommen. Hallo. Heute. Guten Morgen. Damit das Ganze dementsprechend halt auch automatisch funktioniert. So, dann. Motor an, ihr hört schon. So, okay, geschaltet ist. Dann. So. 10.52 Abfahrt. Passt das? Ich weiß gerade mit meinem Lenkrad nicht hier. Was ist denn los? Ah, okay. Jetzt ist gerade. Ach, ich so, irgendwie ist das Lenkrad nicht richtig gerade. Das wäre natürlich das nächste, was jetzt episch wäre, wenn das jetzt auch nicht funktionieren würde. So, sonst haben wir hier unten. Ja, können wir hier auch Fenster rauf und runter machen. So. Ich bin tatsächlich mit so einem Bus auch schon mal mitgefahren. Schon viele, viele Jahre her. Ne? War auch nicht mehr so modern wie dieser hier. Ach, ich sag ja, ich habe damals eine Freundin in Bohnsdorf gehabt. Das ist schon, schon eine ganze Weile her. Aber da sind dann nachts halt oder spätabends sind schon solche Busse hier gefahren. Das ist ein bisschen crazy, damit mitzufahren. Ja? Also das muss man mal lassen. Das ist schon wirklich sehr crazy, damit mitzufahren. Übrigens, hier oben ist dann auch unser Fahrplan. Ne? Also den wir dann hier dran haben. Der wird dann hier praktisch angeheftet. Oh. Ne? Also, da sehen wir hier Frauenkopf, Eselweg, Filterblickweg und Stelle kommt denn. Ja, also, ja, nicht so viel erwarten von der Strecke heute. So, jetzt müssen wir nur wieder gucken. So, 30 dürfen wir nur. Die Karte könnt ihr natürlich runterladen, die ist im OMSI-Forum erhältlich. Wie gesagt, ihr benötigt nicht viele Sachen, ist wie gesagt auch keine große Strecke. Also Fahrzeit insgesamt sind es hier 2 Kilometer, die wir hier abfahren können. Ja, nicht mal 5 Minuten seid ihr hier unterwegs. Aber das ist schon alles wundervoll, mal mit so einem Sprinter mal hier so durch die Gegend zu fahren, statt immer nur ja, die Standard-Vehicles, die wir sonst immer fahren. Man muss sich auch mal sowas anschauen, ne? So. Haben Sie keine Heizung? Nein, ist nicht drin. Funktioniert im Hallo. Sprinter nicht. Ah, wundervoll. Der hat aber auch ein Fahrstil. Immer nur am Tuttern da hinten, ja. Ja, hier ist halt überall 30. Ist natürlich ein bisschen nicht so schön. Wir werden uns auch noch eine andere Variante anschauen. Kommt in der nächsten Folge. Aber da muss ich sagen, die ist nicht so genial wie der Sprinter hier. Also den haben sie schon echt gut umgesetzt. Gefällt mir. Hallo. Ja, wunderschön, wunderschön, wunderschön.
60. So. Nächste Haltestelle, Endhaltestelle, bitte alles aussteigen. So. Boah, das fahre ich wieder aus hier. Ein bisschen verschaltet. So, und da sind wir dann in Stelle angekommen. Alles tutti frutti. Um 11.05 Uhr nächste Abfahrt. Also jetzt hier in 10 Minutes. Den können wir sie schon mal einsteigen lassen. Wo machen wir jetzt schon mal 59? Und ab geht's nach Frauenkopf. Morgen. Guten Morgen. Schöne Karte entwertet. Wundervoll. Ja, es läuft alles. Also wie gesagt, es ist großartig, mal sowas mal so ein bisschen sich mal anzuschauen. Also, da kann man schon, ja, das ist schon mal was anderes. Kann man wundervoll für Nachtfahrten einsetzen oder sowas. Gerade in Spandau ist nachts halt so gut wie gar nichts mehr los, wenn du da auf der Nachtlinie bist. Da brauchst du nicht mal mit einem 530 fahren oder sowas, mit einem C2 oder was weiß ich. Da reichen so eine kleinen Sprinter hier vollkommen aus. Ich meine, ich finde es halt wirklich schade, dass der 520 Zito nicht wirklich funktioniert. Also er funktioniert halt, aber die Töne, ja. Also, dass es da noch keine Soundmod gibt, ist für mich echt komisch. Sonst würde ich den halt auch deutlich öfter fahren. Ich fand den Zito ziemlich genial, aber durch diesen kreischenden Ton, der, was dieser kleine Bus halt von sich gibt, ist halt wirklich mehr als anstrengend. Und hier hörst du den Diesel halt schon so richtig super hier, ja. Sieht hier ein Scheinwerfer aus, ja. Ist auch in Ordnung. Also an sich muss ich wirklich sagen, also hat er schon eine relativ hohe Qualität hier, der Mottebus. Wie gesagt, beides natürlich im OMSI-Forum erhältlich. Könnt ihr euch alles runterladen und selbst mal abtesten, wie euch das gefällt. So, und dann wollen wir mal jetzt hier nochmal die Dame hier nochmal einsteigen lassen und dann geht's wieder weiter. Wundervoll. Wundervoll. Ach, OMSI ist schon. Sag ich jedes Mal, ich weiß, aber OMSI ist halt wirklich super. So, nächster halt Filderblickweg.
So, haben wir ja hier schon wieder abbremsen, sind wir schon wieder am Kreisverkehr hier angekommen. So. Ja. Alles rein, 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 rein. Leute, wir haben keine Zeit. Hallo. So, hier war 30, ne? So, nächster Halt, Eselweg, ich glaube, war das, ne? War das Eselweg? Ja. War der Eselweg. Joa, schade. Ich weiß gar nicht, ob die Karte überhaupt noch weiterentwickelt wird oder ob das halt schon das Endstück ist. Ich glaube, das ist schon das Endstück. Mehr ist, glaube ich, nicht geplant. Schade, aber naja, gut. Besser als gar nichts aus dem Raum Stuttgart. Und in Endhaltestelle Frauenkopf, die bitte alles aussteigen. Dankeschön. Und dann endet dann auch schon wieder diese Folge, ihr Lieben. So schnell kann es gehen, so schnell kann es gehen. Gerne bin ich auf Kommentare gespannt. Was haltet ihr denn davon? Von der Karte. Denn nutzt da mal die Kommentarfunktion. Würde mich nämlich mal brennend interessieren. Oder natürlich auch zum Fahrzeug. Wie gesagt, Dan schreibt's in die Kommentare. Und ja, alles perfekt, alles war okay. Und ja, ich würde sagen, hier endet denn diese Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug anschauen. Das ist auch ein Mercedes. Und mal gucken, was ihr von dem haltet. Und dann könnt ihr gerne mal eure Pros und Kontras mal aufschreiben, welcher von euch der beiden besser gefällt. Und ja, auf jeden Fall müsstet ihr bei der nächsten Folge unbedingt einschalten, wenn ihr mehr von solchem Content sind. Wir sind zwar immer noch auf der Linie von 64 unterwegs hier in Stuttgart. Ich denke mal, von daher passt das ganz gut. Bloß, dass dieses hier halt ein Schaltfahrzeug ist und das nächste ist halt ein Automatikfahrzeug. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Hoffe, wie gesagt, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns dann zum nächsten Part hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit OMSI. Ich verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.